Ja, ich grüße mal wieder alle, die sich hier auf unsere Seite verlaufen haben, beziehungsweise auf unser Video. Ich möchte euch heute ein kleines Programm vorstellen, was sich CD Burner XP nennt. Lasst euch von dem XP da hinten nicht täuschen, also es lässt sich für jedes andere Betriebssystem von Microsoft eben halt installieren. Wo bekomme ich es her? Das bekommt ihr auf dieser Seite. Ich werde den Download-Link werde ich dann nachher noch in meinem Kommentar hinterlassen, so dass ihr es auch direkt runterladen könnt. Das Schöne an dem Programm ist, es ist recht klein. Das könnt ihr hier oben schon an der Dateigröße sehen. Das zweite, was sehr schön ist, ist, dass es dieses Programm auch in einer portablen Version gibt. In 32 Bit sowie in 64 Bit. Ich habe mir beide mal runtergeladen, habe sie mal gegeneinander laufen lassen und musste feststellen, ich habe keinen großen Unterschied festgestellt oder gar keinen Unterschied. Nun gut, das soll jetzt nichts heißen. In dem Falle bei Windows 7 würde ich natürlich 64 Bit nehmen. Ist ja überhaupt keine Frage. Also wie gesagt, hier könnt ihr es downloaden. Ja. Wenn ihr das Programm installiert habt, macht sich folgendes Bild auf. Sieht sehr spartanisch aus, wird sich aber gleich ändern. Aber es ist sehr simpel aufgebaut. Hier haben wir 5 Modi, also 5 Buttons, die ihr hinterlegen könnt durch Linksklick. Ist eigentlich selbst erklärend. Da braucht man meiner Meinung nach nicht mehr viel dazu zu sagen. Ja. Ich möchte eine MP3 erstellen. Vielfach der sich nicht so auskennt, der klickt dann auf Audio-CD, hat dann den Nachteil, dass er sofort die MP3s in CDA-Files umwandelt, beziehungsweise in WAV-Dateien, was dann nicht so prickelnd ist, weil diese Dateien dann ja wesentlich Speicherplatz benötigen. Also MP3s oder ähnliches, die brennt man hier oben mit dem Ding, also mit Datenzusammenstellung. Dann drücke ich auf OK. Dann macht sich dieses Bild auf. Wie ihr seht, hier finden wir alles, was wir brauchen. Er hat die Angewohnheit, immer den letzten Ordner aufzumachen, den ihr halt mit diesem Programm gestartet habt. Ich nehme jetzt mal hier meine 2008 Ordner. Ihr seht hier eben drei Fenster, ja, hier eben in einer Baumansicht, wo ihr eben eure Musikfiles sucht. Beim Anklicken des Ordners macht sich der natürlich hier komplett auf. Ja. Das heißt mit anderen Worten, hier suche ich mir jetzt die Titel aus, die ich halt brennen möchte. Dazu klicke ich mit der linken Maustaste auf einen der Titel, halt die Maustaste fest und ziehe die hier rechts rüber. Das mache ich dann mit all den Dateien, die ich hier brennen möchte. Ich belasse es jetzt mal bei diesen drei Dateien. Ja. So, was bleibt jetzt noch? Jetzt einfach auf Brennen. Dann macht sich hier ein Feld auf, sobald ihr eine CD eingelegt habt. Ich habe jetzt hier eine wiederbeschreibbare CD eingelegt, wo ich fast ausschließlich mitarbeite. Und hat den Vorteil, dass ich diese CD als Multisession letztendlich brennen kann. Das heißt, wenn ich jetzt diese drei Dateien darauf brenne, kann ich im Nachhinein wiederum weitere MP3s hinzufügen. Dazu betätige ich natürlich diesen Button hier, dass die Disk nicht abgeschlossen wird. Ja, und schon fängt er an zu brennen. Ja. Das dauert jetzt natürlich seine Zeit, liegt natürlich an dem Brenner, den ihr in eurem PC verbaut habt. Wie ihr seht, ich habe hier jetzt nicht einen allzu schnellen Brenner, da dauert es etwas länger. Aber gut, die drei Dateien, die dürfen jetzt gleich auch fertig sein. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Einstellungen. Hier könnt ihr
auch verschiedene Modis noch ändern. Wie gesagt, da müsst ihr euch auch mal mit beschäftigen, ist klar. Ich habe sie jetzt halt mal so gemacht, eigentlich nicht groß verändert, weil die Einstellung von Hause aus eigentlich schon, wie soll ich sagen, ja, perfekt sind. So, wenn er dann hier den Brennfortschritt mit fertig gegeben hat, das heißt, dass der grüne Balken geschlossen ist, können wir dieses schließen und dann macht sich dieses Fenster wieder auf, wobei man jetzt sagen kann, das Fenster mache ich mal zu. Ich mache mal ein Total Commander auf. Das ist mein Laufwerk und ihr seht, er hat es halt, er hat es halt gemacht. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, das finde ich ganz gut an dem Programm, habe ich auch an anderen nicht so anderen Brennprogrammen gibt es das glaube ich nicht, oder ich weiß es zumindest nicht, aber das kann man eben mit diesem Programm hier, wenn ihr zum Beispiel Playlisten erstellt habt. Ich habe mir hier mal eine ausgesucht, dann könnt ihr hingehen und diese Playlist auch mit der linken Maustaste anfassen, hier rüberziehen, macht sich dieses Fenster hier auf und dann fragt er, ob man dieser Playlist der Zusammenstellung eben hinzufügen möchte. Das klickt auf Ja und siehe da, er hat die komplette Playlist hier rüber genommen, das ist in einer Windeseile. Also für den, der sehr viele Playlisten hat oder mit Playlisten arbeitet, ist er natürlich top, ja. Auch könnt ihr dann auch mal verschiedene Playlisten auch auslesen, ja. Und es ist eigentlich sehr schön und das eben auf Brennen wiederum, Disk nicht abschließen. Und dann fängt dieser ganze Brennvorgang wieder von vorne an. Dauert jetzt eine Zeit, ich weiß nicht, waren 3-4 Dateien waren da drin. Finde es äußerst praktisch, weil ich arbeite sehr viel mit diesen Playlisten. Und jetzt müssen wir noch einen Moment warten, bis es fertig ist. Aber dauert ja auch nicht so lange, wie man hier sieht. Darum habe ich auch nur 3 genommen. Dann auch also sprich finalisiert das. Ja. So. Komm, hier ist aber gut. Ja, ich bin ungeduldig in solchen Dingen. Zumal ich auch nicht mehr so oft brenne. Ich arbeite fast ausschließlich mit Stick zusammen. Und ja, damit ist er fertig. Ich kann auch schließen machen. Das kann ich auch zumachen. Jetzt fragt er mich, ob er dieses als DXP-Format speichern soll. Vielleicht auch ganz interessant für denjenigen, der also sich das, was er brennt, auch abspeichern will. Weil dann kann er dieses Ganze, was er eben als Liste angelegt hat, kann er direkt wieder laden mit dem Brenner und muss nicht immer diese Zusammenstellung wieder neu erstellen. Ich möchte es nicht, ich mache das relativ wenig, breche das hier ab. Jo, das wäre es einfach gewesen. Hier nochmal gucken, seht, hier hat er alles gemacht. Ich kann jetzt auch mal starten. Ja, perfekt. Funktioniert alles. Ja, das wäre es gewesen. Ich hoffe, es hat euch zugesagt und ja, das wäre es gewesen. Bis dann. Tschüss.